Ich möchte Ihnen jetzt unsere Karottensuppe oder Soße zeigen, je nachdem, für was Sie es verwenden möchten, ist ja der Ansatz für beide gleich. Und ja, zuerst brauche ich ein bisschen Zwiebel, die schneide ich klein. So, gebe das in den Topf und schwitze die Zwiebel an. Das Fett hebe ich mir wieder für den Schluss auf. Wenn ich ja, Karottensuppe oder Soße machen möchte, brauche ich Karotten. Für viele Dinge nehme ich ungeschälte Karotten, aber die Farbe wird brillanter, wenn ich die Schale nicht drin habe. Und gerade bei einer Suppe und Soße kommt es doch sehr stark auf die Farbe an. Deshalb schäle ich mir da die Karotten immer, schneide diese klein. So, die Zwiebel brutzelt schon im Topf. Kann ich die Hitze ein bisschen runter reduzieren. Sollte nicht zu viel Farbe nehmen, nur Geschmack generieren. Kann ich den Anfang schon dazu. So. So, auch bei der Karottensuppe oder Soße gebe ich gerne ein Stückchen Kartoffel dazu. Zum einen wegen der Bindung, zum anderen wegen der Textur, die dadurch entsteht. Wird einfach cremiger und sämiger dadurch. So, kommt mit rein, wird mit angebraten. Wenn ich jetzt schon im Vorfeld weiß, ich will eine Karotten-Ingwer-Suppe machen, dann gebe ich natürlich den Ingwer jetzt gleich mit dazu. Wenn ich das Ganze auch als Grundstück haben möchte, den ich mir im Kühlschrank aufbewahre und vielleicht zu den gebratenen Chicorées oder sonst irgendwo dazugeben möchte und ich mag den Ingwer-Geschmack nicht für dieses Gericht, muss ich den natürlich draus lassen und ich kann den Ingwer dann später beim Finish dazugeben, sonst schmeckt natürlich alles, ob ich jetzt Soße oder Suppe mache, immer komplett nach Ingwer. Da ich jetzt aber heute weiß, dass ich da raus eine Ingwer-Suppe machen möchte mit Kresse, reibe ich Ingwer mit rein. Den können Sie auch gerne mit Schale verwenden, wenn Sie den fein reiben und dann gibt das ein schönes Aroma da drin. Ich kann auch gleich noch ein bisschen Zitronenabrieb dazu machen. Ach nee, ich mache es ein bisschen feiner. So, so, auch drinne. Jetzt duftet das schon recht gut. Und wenn das genügend angeschwitzt ist, gebe ich das Wasser dazu, so dass es gut bedeckt ist. Und koche das Ganze wieder weich. Das dauert so 5 bis 10 Minuten. So, das müsste jetzt alles weich gekocht sein. Ja, das Gemüse ist weich. Kann ich ausstellen. Ja, und jetzt püriere ich das Ganze wieder. So. Nehmen wir mir eine Mischung aus Flüssigkeit, Karotten, Kartoffeln, das ist ja alles bunt gemischt hier drin. Ja. Und püriere das.
So, das ist jetzt der Grundstock. Auch wieder gut lagerbar für 3-4 Tage im Kühlschrank. Natürlich zum Verfeinern oder um das Gericht zu vervollständigen, gebe ich jetzt ein bisschen Mandelöl dazu. Die Karotten im Moment sind nicht so sehr süß, eher ein bisschen bitter. Und dann kann ich das mit einem Mandelöl, was leicht ist, ausgleichen. Wenn ich jetzt zum Teil habe ich recht süße Karotten, dann nehme ich zum Ausgleichen Walnussöl dazu, was ein bisschen bitterer und kräftiger ist. Das heißt, es ist jetzt nicht so einfallslos, als wenn ich überall Sahne dran kippe, sondern es geht einfach darum, die Aromen ein bisschen auszugleichen. Das kann ich mit den guten Ölen sehr, sehr gut machen. Ich püriere das noch mal ganz kurz auf. Und für mich ist und bleibt das einfach immer faszinierend, weil sich mit einem ganz klein bisschen Öl im richtigen Moment bei sowas bewirken kann. Es ist eine schöne Emulsion geworden, es hat eine herrliche Farbe bekommen, schön gelblich. Ich schmecke das Ganze jetzt noch ab. Ob ich es jetzt wieder als Suppe oder Soße verwende, das ist jedem natürlich überlassen. Kann man als beides wunderbar einsetzen. Ganz klein bisschen Salz und Pfeffer braucht es noch. So, Ingwer kommt gut. Und die Zitrone, die ich rein habe am Anfang, püriere es noch einmal ganz, ganz kurz. Kann das jetzt schön als Suppe servieren. Schön cremige Suppe, kann das Ganze mit Kresse, das passt wunderbar, anrichten. Guten Appetit!